Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Gift von Busy Montana. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gift von Busy Montana aus dem Jahr 2012 in der Vinyl Edition. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Wahrscheinlich nicht ausreichend. So, aber jetzt. So sieht das Ganze aus. Wir lesen hier oben einmal Busy Montana. Dann hier unten in so einer verschlungenen Schrift Gift. Und genauso sieht das Cover auch aus. Also wir haben hier hauptsächlich Schwarz und Grün in Verwendung. In der Mitte eine große Gasmaske. Und hier in der rechten Hälfte der Gasmaske Busy Montana zu sehen. Schaut hier genau aus der einen Öffnung für die Augen durch. Freunde von jemand präsentiert, lesen wir darüber noch. Haben wir hier so vier Dreiecke und so einen grünen Rahmen. Also sieht echt mächtig aus, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so der Fan der Farbe grün bin, aber das Cover kann auf jeden Fall was. Auf der Seite lesen wir in dem Fall nichts, das ist glatt schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder die Gasmaske, allerdings in diesem Fall ohne Busy Montana. Und dann haben wir hier die Infos zu den Produzenten, also wer die einzelnen Tracks produziert hat, sehen wir hier. Und darunter haben wir dann noch die Informationen, wo das Ganze aufgenommen bzw. gemischt wurde. Gut, wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier wieder diese schwarz-grün Optik. Busy Montana hier in der Hocke. Und dann hier vier Ausschnitte. Sieht aus wie radioaktiv verseuchte Landschaft oder auf jeden Fall giftig. Auch hier wieder so eine Gasmaske. Alles immer in diesem Grünstich. Dann haben wir hier einmal, was lesen wir hier? Gruß und Dank gilt. Also so eine umfangreiche Danksagung an die Leute, die daran beteiligt waren. Und natürlich das private Umfeld. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle kurz anhalten und im Detail durchlesen. Und dann haben wir hier oben noch die Tracklist. Seite A und Seite B Seite. Seite B-Seite, ja, auch gut. Also wir haben insgesamt 15 Tracks, davon 8 auf der A-Seite und 7 auf der B-Seite. Es ist also keine Doppelvinyl, sondern wir haben hier eine Vinyl drinnen. Und auch hier wieder in Schwarz und Grün diese Gasmaske mit diesem grünen X. Schön gemacht. Auf der Rückseite dasselbe. Und die Vinyl dann glatt in schwarz gehalten. Seite A, Gift lesen wir hier. Und auf der Rückseite dann Seite B. Schön gemacht. So, dann machen wir die Vinyl mal wieder zurück in die Hülle. So, und das bezüglich der Tracklist könnte ich noch ganz kurz zeigen. Also wir haben hier einmal ein Feature von Jonesman und dann haben wir noch ein Feature von DJ Prawn und Mo Phoenix. Ansonsten keinerlei Features, also 15 Tracks, 3 Features, weil ich das ja vorhin vergessen hatte. Okay, also wir bekommen diese schöne Vinyl, diese A- und B-Seite mit den 15 Tracks und das Ganze kommt dann in diesem Gatefold. So sieht das dann aus. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare
Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Busy Montana unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.